Fun Fact, sowas kommt tatsächlich öfter vor. Letztes Jahr hat dieses Razer-Headset dem 18-jährigen Jonathan Gonzalez aber das Leben gerettet. Der war gemütlich am Zocken, als um 10:30 am Vormittag plötzlich eine Kugel von einem Block Entfernung beschloss, bei ihm im Zimmer vorbeizuschauen. Zum Glück ist sie aber vom Headset auf seinem Kopf abgeprallt und in der Wand stecken geblieben. Razer hat ihm das Headset dann auch ersetzt, obwohl am Anfang wollte ihm die Story auf Reddit niemand glauben. Er hat sie nämlich um den 1. April herum gepostet und jeder dachte, es wäre ein schlechter Scherz.